Jo gewünscht, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, was geht? Mario Kart, denn wir müssen noch mal, wir haben noch eine letzte Nachbesprechung, es hilft ja nichts, ne? Let's Play Markus hat sich jetzt noch mal geäußert zu einzelnen Punkten und die würde ich gerne noch einmal schnell, in Klammern schnell, ne? Das ist ruhig Zeit, durcharbeiten und danach das Thema dann auch abschließen, hoffentlich. So, ne? Weil ich fühle mich damit ja jetzt auch mittlerweile nicht mehr ganz so wohl, wie man vielleicht mitbekommen hat. Ja. Ja. Ja, der Wolle spielt. Nein, das tu nicht so, als wenn das wird sein. Ich spiele nicht. Ja, Wolle übertreibt. Ganz schlecht schlafen kann ich heute. Ganz beschissen geschlafen, deswegen. Na gut. Hast du, so den, ist das, ne? Hast du den Kommentar vorliegen? Ich habe den Kommentar vor mir. Sehr schön. Ja, grüße euch Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dankeschön. Ja, nice. Denn von irgendwas muss ich ja auch leben, ne? Ihr wisst. Jo. Ich lebe nur von Luft und Sonne. Von Sonnenstrahlen ernähre ich mich. Deswegen. Bitte. Der lebt von Bauer sucht Frau Keksen, Alter. Der hat ein gutes Leben. Lass doch nichts erzählen. Boah, das waren gute 20 Minuten in meinem Leben, sag ich dir, wie es ist. Das glaube ich. Oh, geil, ey. Das waren auch so ganz viele durcheinander gemischte. Oh, geil. Die hatten so welche. Digga. So ganz viele verschiedene. Und die waren das alle lecker. Das hatten wir früher immer, weil mein Opa und Oma, die hatten halt gebacken, ne? Die hatten so, weiß ich nicht, 15 bis 20 verschiedene Sachen immer gebacken. Ja, voll krass. Oh, so mit Marmelade so drin und geil. Und die waren alle so da. Göttlich, Digga. Und das ist so, ja, schade, dass das nicht mehr gibt. Marmelade und so. Das ist wirklich schade. Ich war auch überrascht, weil das kenne ich eigentlich immer nur, wenn man so gemischte Tüten kauft, aber... Die haben wirklich die alle selber gebacken. Das ist krass. Das ist auch krass viel Arbeit, ne? Aber. Ja, so ist das halt, wenn man, ne, mit dem Bauer in eine Beziehung geht, ne? Er macht das Feld. Sie hat wahrscheinlich geil gebacken in der Zeit. Darf ich dazu sagen? Das ist okay. Ja, da hast du aber die. Also denke ich jetzt mal. Eine Fernbeziehung und sie ist irgendwie Unternehmensberaterin oder so. Alter, krass. Ja, ja, die sind also. Also auch so richtig erfolgreiche Menschen auch. Ja, so, die ist irgendwie so Unternehmenscoach oder sowas. Okay. Ja, krass. Keine Ahnung. Naja, war krank. Ja. Na gut. Ne, so viel dazu, Leute. Ja. Backt Kekse, ich würde mich freuen. Weihnachten kommt, ne? Der Mann muss. Ja, ja, ja. Seid besser vorbereitet. Ne, ich habe dieses Jahr keine von Shiny Dreaming bekommen. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Ne? Ja, das ist. Oh, werde mir. Ja, gut. Egal. Mir ist okay, Leute. Wir fangen an, würde ich sagen. Ja. Der letzte gerne. Markus hat nämlich geantwortet. Er hat geschrieben, schon fast überlegt, nochmal als Gag ein Reaction-Video darauf zu machen. Aber da setze ich die Grenze. Doch ein paar Sachen muss ich loswerden. Also lange Texte für Wollo. So. Ist ja kein Problem. Ich bin ja da. Ich kann lesen. Ich hab ihn schon gelesen. Klasse abgeschlossen. Wollo hat so eine Chrome-Integration. Der klickt da, der markiert dann den Text und dann wird der vorgelesen. Ich hab das schon gelesen. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was alles drin vorkommt. Das ist auch ein bisschen viel. Muss ich aber dann einmal gucken. Nein, ich denke, das geht aus dem Text hervor. Schon. Okay, also, er hat angefangen mit nur darauf bezogen, dass MK8 nach all den Jahren immer noch das neueste große Mario Kart ist, finde diese Lebensspanne einfach unglaublich. Also, Markus hat dazu noch eine Zeitangabe gemacht, das hat Core jetzt nicht vorgelesen, deswegen kam das jetzt ein bisschen random. Ja. Das ist die Stelle, wo er plötzlich so aus dem Nichts sagt, jo, Mario Kart 8, ne? Und man sich fragt, hä, warum jetzt? Was ist los? Ja, ja. Ja, ja, das ist okay. Das war auch nicht böse gemeint, ne? Also. Ich muss ganz. Also, ich finde es auch unglaublich schlecht. Das möchte ich nur dazu sagen. Ja. Ja, es ist ein Armutszeugnis. Schlecht. Bedauerlich. Es ist schrecklich. Ich, ja. Ist okay. Weiter? Ja, was soll ich dazu groß sagen? Ja, weiter. Okay. Wir kommen zum nächsten Timestamp 10:20, wenn das jetzt mehr Kontext gibt. Ja, nee, aber damit man wenigstens weiß, dass das nicht ganz so aus dem... Sonst kennt das ja wirklich aus dem Nichts jetzt. Ja, und da ist Wollo wieder dumm, glaube ich, weil er schreibt Wollo. Wollo, zum einen hieß das Video ungeschnitten und geschnitten. Ach so. Guten Morgen mit Wollo und Mock. Und der Satz mit der Uhrzeit, Viertel vor neun, war halt vor dem Schnitt, also wo der Bildschirm noch nicht schwarz ausfadet. Ganz kalte Spur. Ja, was weiß ich, ob du das. Warum lernst du auch immer die Sachen auswendig direkt? Das weiß doch nicht, dass man das noch weiß, weil man das gestern gesehen hat.
Das bedeutet das nun mal nicht in meiner Welt. Das tut mir leid. Dann kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht interessanter wird, denn jetzt kommen wir zu den Tags. Und ah ja. Da hat er geschrieben, böser Seitenhieb. Tatsächlich warst du nicht gemeint. Ja, auch. Also er hat das. Ich lese mal. Stimmt, es gab den Skandal, dass ich zu LP-Uhrzeiten Tags-Worte verwendete, wie Geilkind, Gronk oder Hot, um, naja, Klicks zu maximieren. Als das rauskam, stürzten sich Domi und vor allem German Let's Play darauf, Alter, GLP. Ich erinnere mich daran. Öffentlich zu Flame. Ja. Wer aber auch ganz vorne mit dabei war, war mit dem Steine werfen, das war Cornel. Fast vergessen, aber ich erinnere mich. Aber ich mir dachte, ja. Ach, natürlich kommt dieser Cornel jetzt auch wieder an, wenn es was zu treten gibt. Also ja, auch nicht unbegründet, aber nichts im Vergleich zu Clickbait. Was man, ja, man muss dazu auch sagen, ist natürlich auch dumm gewesen damals. Also, ja. Unter einem Nintendo-Let's Play geil keinen als Tag zu benutzen, finde ich gar nicht so dumm. Also es macht schon Sinn. Ich glaube, in meinem Text steht sogar Nintendo. Ist auch nichts, was man tatsächlich kritisieren soll, weil du möchtest ja dem YouTube-Algorithmus mit dem Text im Grunde einfach nur sagen, in welche Richtung du möchtest. Und dementsprechend ergibt das schon Sinn. Man muss dazu aber auch sagen, Tags waren früher sehr viel besser als heutzutage. Ne? Früher haben die wirklich funktioniert. Ja. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz kurz möchte ich mein Gewissen in dieser Sache reinwaschen, denn tatsächlich habe ich in keinem Moment darüber nachgedacht, Markus damit zu bashen oder so. Ich habe daran gar nicht mehr gedacht. Bei mir ging es um einen User, der mit W anfängt tatsächlich, den Cornel da damals kritisiert hatte. Also das meinte ich. Stimmt. Ich meinte tatsächlich gar nicht. In diesem Fall bin ich mir 100%-tausendprozentig sicher, dass ich nicht habe, Markus meinte. Ich habe damals wohlbewusst sehr geflamed. Jetzt hat er den Namen gesagt. Aber gut, dann sind wir wenigstens sicher, dass jeder auch weiß, Markus ist nicht gemeint. Cornel war sauer auf Wolverus wegen den Text, richtig. Aber das war auch. Wolverus finde ich übrigens auch ein Top-Mann. Ne? Bevor es wieder heißt, Wolo hasst Wolverus, nein, ich mag den. So. Ich hasse den auch nicht. Danke. Und ich kann auch Leute kritisieren wegen Punkten, ohne dass ich sie dann hasse. Also, richtig. Ich habe ja LPM auch nicht gehasst, nur weil ich dann da irgendwas so gesagt habe. Früher war die Zeit auch noch eine andere, man war noch ein bisschen weniger schlau, was das alles anging. Ja. Am Ende des Tages hat es ja funktioniert, LPM. Ne? Du bist im Gespräch geblieben. Ist ja auch immer gut. Das muss man ja auch immer sehen, ne? Ja, das habe ich mittlerweile für mich auch erkannt. So, dass es im Grunde egal ist, ne? Ja, ja. Negativ auch gut. Deswegen. Dann hat er noch hier Gronk Speaks, Fremdschall, aber witzig. Da geht es um diese Anrufe mit dem Soundboard. Es kennt auch jeder, nur Wollo natürlich nicht. Ja. Also ich kenne das Prinzip, ne? Natürlich, aber Leute haben das auch mit Gronk-Zitaten gemacht. Ich hatte halt auch, ich würde dann ja nicht mal merken, wenn es ein Gronk-Zitat ist oder so. Das ist halt, nein, egal. Ja, dann kommen wir zu, beste Beispiele dafür sind, also jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Schlaumeier-Kommentaren, glaube ich. Oder, ich glaube schon, beste Beispiele dafür sind Firepro oder Ulti. Saugute Videos schon immer, aber weil die so viel jünger sind und mir was vom N64 nachgelesenes erzählen wollten, schrieb ich da mal drunter, das war aber so und so etc. Jetzt sind Firepro, Ulti cool drauf, freuten sich vor allem über meine Kommentare und schrieben drunter, ach so, haha, okay, cool. Aber irgendwann habe ich selbst reflektiert, wie besserwisser nervig das oft sein kann. Bei MOG war das aber nicht mal der Fall, weil ich einfach nie korrigieren konnte und nur Lob übrig hatte. Ja, wie gesagt. Ja, da kann man nur wirklich sagen, das ist halt ein Gefühl, das gibt einen der Mann. Das ist nun mal so, das meint er nicht böse, deswegen. Ne, das ist halt Resting Bitch Face, ne, nur mit Stimme. Machst du nix. Und mit dem Besserwisser meinte ich natürlich auch nicht, Markus. Also ich wusste nicht, dass du irgendwo Besserwisser-Kommentare gelassen hast, ne. Also, auch da, das war kein Angriff von meiner Seite. Warum das nochmal? Ach so. Dann kommen wir zu den Namen für Kinder und Markus schreibt, ich sag mal, meine Schwägerin, also die Schwester meiner Frau, hat ihre drei Kinder von 2019 bis 2022 bekommen. Aber auf jeden Fall ambitioniert. Oder man hat einfach viel Lust. Und besteht immer auf kurze Namen mit nur drei Buchstaben wie Mia oder Ken. Das dritte Kind wurde 2022 wirklich Tom genannt. Und meine Frau sagt es immer wieder. Immer wenn es um den Tom geht, muss ich an den Cornel denken. Ey, deine Frau mag mich, glaube ich. Ich habe das auch schon so nach dem Text habe ich auch so gedacht. Aber ich finde das so cool. So, wenn man dann doch mal so mitkriegt, dass wirklich in anderen
Lebensrealitäten findet man, wenn auch nur so ein bisschen unterbewusst, ne? Aber man findet ein bisschen statt. Voll ja, geil. Man existiert, ne? Ja. Die sind unsterblich. Ja, wenn wir jetzt sterben, was natürlich morgen passieren kann. Oder heute noch. Dann sind wir trotzdem noch irgendwie da. Auch bei LPM im Haus. Das ist doch schön. Ne? Ja. Als Tante bringt die dem auch bei, dass es Schnuggeln heißt. Und so, bei der Namensverlosung unseres Sohnes 2015 war wirklich Chris mit in der Verlosung. Geil. Angelehnt an Chris Redfield, aber zu christlich im Ursprung. Ja, gut. Ist euch zu christlich im Ursprung? Da will er sich distanzieren. Ne? Das ist, deswegen hat er ihn, das kann ich jetzt nicht sagen. Ist okay. Ich wollte einen Witz machen, aber besser nicht. Ja. Ey, ich habe auch so einen guten, Witz in der Hinterhand, Quarle, ne? Aber der ist rassistisch. Ja. Aber, ja, aber im Grunde habe ich damit Comedy zu Ende gebracht. Ja, es ist durchgespielt, aber ich kann es nicht erzählen. Ja. Es ist fürchterlich. Ich kann ihn auch nicht erzählen. Es ist. Lassen wir es besser. Ja. Oh, ja, war gut. So. Und dann geht es, glaube ich, um die Custom-Track-Zeit. Oh. Und Markus schreibt, ich musste einfach nochmal nachschauen. Oh Gott, ne? In mehreren Parts hat Cornel über 20 bis 30 ausführliche Kommentare geschrieben. Weil er sich mit jedem angelegt hat, der mich unter meinen Videos gegen Cornel verteidigte. Cornel war da wirklich ambitioniert in dem Bereich. Also wo es um diese Mario Kart Wii Sache ging. Das ist wirklich wahr. Hört bitte alle zu. Nee. Aber Cornel war sachlicher, als ich es in Erinnerung hatte. Ach, guck. Aber er hat. Oh mein Gott, weißt du noch, Cornel? Ich meine, da muss ich zwischenhaken. Weißt du noch, dass wir hatten da früher auch drüber geredet dann so, ne? Und wir waren eigentlich auch so der Meinung, das war halt auch so, wir sind richtig naiv, es ist richtig wild. So, Markus ist ja so groß, ach, der bemerkt die Kommentare doch nicht mal wirklich, das geht doch unter. So nach dem Motto haben wir gedacht. Ja, genau, deswegen haben wir auch Das kann den ja gar nicht stören. So, aber heutzutage weiß man es ja auch besser, ne? Wenn jetzt hier 150 Kommentare kommen, die lese ich auch alle mit. Und ich werde genau wissen, wenn da ein Arschloch bei war. So, das ist. Man war richtig naiv, ey. Wirklich wild. So wie ihr heutzutage immer noch seid, Leute. Reißt doch mal zusammen. Ja. Das sind echte Menschen hier. Das sind echte Menschen. Aber ich will nochmal wiederholen: Cornel war sachlicher, als ich in Erinnerung hatte. Geduldig und argumentativ. Und das war mir schon immer wichtig, ne? Das ist. Ja, gut, ich kann auch beleidigen, also, aber das war ihm meistens auch Spaß. Ja, also ich finde Beleidigen meistens sehr unterhaltsam, aber komm, wir sagen das Thema. Eine gut pointierte Beleidigung ist so geil, ist halt oder? Arschgeil. Halt wirklich, ich finde so das auch geil. Es kann so lustig sein, ne? Wenn das einfach so gut und trocken rüberkommt, ne, es ist so arschwitzig. Ja. Ist so. Ja, aber so, machen wir natürlich nicht. Und dann geht's weiter mit den Kommentaren. Dazwischen einzelne nette Volo-Kommentare mit Bike-Empfehlungen. Vielen so Dach-Smileys. Ja, so ich bin netter. Die Dach-Smileys heißen bei mir, dass ich nett bin. So. Und Tipps für kommende Parts. Ja, ich bin MKW gefahren, als wäre es MK64 und wollte quasi neue Vanilla-Like-Strecken. Ja, nein, das Problem ist, Markus, du bist MKW gefahren, wie halt ein, wie sagt man heutzutage, ein Bot. Nee, wie sagt man, Casual. Ja, wie ein Casual. Ne? Du bist halt einfach MKW gefahren wie jemand, der halt noch nie drüber nachgedacht hat, wie man eigentlich MKW fährt. Ist ja auch nicht schlimm, wir waren ja auch nicht die Besten der Besten und so, aber wir waren schon keine kompletten Casuals. Und hättest du damals Kontakt zu uns gesucht, wir hätten dir alles beibringen können. Du hättest auch MKW noch so ausschlachten können, ne? Dann hättest du auch 500.000 Abonnenten mehr. Ey, Markert, wie hätte er noch mehr rausholen können, auf jeden Fall. Das war so beliebt. Wir hätten schon damals sein Management übernehmen können, aber gut, selber schuld, ne? Das kommt davon, wenn man sich der Kritik nicht öffnet und das Gespräch sucht, sondern sich dann beleidigt in der Ecke setzt und sagt, der ist doof, ne? Naja, gut. Naja, Markus, du warst doch schon ganz schön assi. Das ist schon aber ich war auch ein Netter, also. Ja, aber das war schon, das fand ich cool. Wenn ich für was gebrannt habe, ne, dann war ich auch sehr passioniert. Und ne, die Streckenbewertungen von Markus in Custom Track, oh Gott. Da war ich passioniert. Ah ja, absolut. Weil ich wusste, ich habe recht.
Ne, ich wusste es, dass diese Bewertung kompletter Schwachsinn ist. Weil Markus dann, ihr müsst euch halt überlegen, Markus hat zum Beispiel einen einfachen Sprung nicht geschafft und hat dann gesagt, das Level ist schuld, obwohl er einfach viel, weil er einfach doof in dem Moment MKB skillt. Also es war nicht schwer, aber naja. Also solche Dinge sind da passiert. Aber heutzutage würde man das aber nicht mehr so hart kritisieren. Nein. Sagen wir mal ehrlich, heutzutage würde man sich halt denken, ja gut, er spielt das halt casual und bewertet die halt auch casual nach seinen Maßstäben. Ja, soll natürlich er halt machen. Aber damals, ne, wie gesagt, wir hatten ja auch das oder mir war es am Ende des Tages, mir war es ja persönlich nicht so wichtig wie Korne. Aber dazu kam ja auch, es war ein leidenschaftliches Ding und wir hatten ja das Gefühl, dass der Markus so eine verrückte Reichweite hat, ne? Der kann Mario Kart wie zum Einstürzen bringen damit. Ne? Da musste man ja gegenreden, das ging ja gar nicht anders. Ja, muss man auch ein bisschen verteidigen, ne? Richtig. Die Lady. Das ist so. Muss das verteidigt so werden. Ja, dann kommt irgendwas, weiß ich nicht, absolutes Highlight, dieses echte Entsetzen im Gesicht nach dem. Weiß ich nicht. Und die Erleichterung danach, es war einfach alles wert. Ich weiß nicht, da weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Aber, ja. Okay, gut. Ah, als er darüber geredet hat, ob er uns mag. Und dann hat er gesagt, Wollo, weiß ich nicht. Ob er dich mag, weiß er nicht. Hat er das gesagt? Na, er hat ja auch gesagt, Morg so und so, Cornel so und so. Und dann hat er gesagt, und Wollo, weiß ich nicht. Und dann hast du so ganz entsetzt geguckt und dann hat er ja gesagt, dass er dich schon immer gemocht hat und so. Nee, ich glaube, es ging denen darum, ob wir ihn mögen. Und da meinte er so, Mock, hat er das Gefühl, mag ihn nicht. Bei Cornel. Ja, genau. Weiß ich nicht mehr genau, was er bei dir gesagt hat. Genau die Stelle, aber, ja. Und bei mir hat er dann gesagt, eigentlich habe ich eigentlich immer gedacht, der mag mich. Ja, du ich auch. Schon seit immer. Ist ja auch richtig. Hast richtig gedacht, Bruder. Alles gut. Hast die Menschen bis auf Mock eigentlich gut eingeschätzt. Nehme ich denn hier? Okay, weiter. Ah, okay. Dann kommen wir zu dem Schnitt, wo du dich beschwert hast. Da hat er geschrieben, war witzig, aber meine Reaction schon so lang. Ich mag die Nachbarn-Lore von beiden. Ah, sehr gut. Ja. Dann hat er, ja, danke, Cornel, dass du sowohl die Enthüllung ermöglicht hast, als auch zur Reaction überreden konntest. Ich hätte mir sonst sogar schlimmeres Lästern ausgemalt. Ja, also wie gesagt, ne, keine Ahnung, wir haben bestimmt auch was schlimmer gelästert. Also, ne, wir sind wie normale Menschen halt. Man ist in einer Gruppe und man redet halt mal über andere, ne, vor allen Dingen über andere, die das Gleiche machen wie du, so. Also, wie du meine ich wir. Naja, genau, ja. Die da im gleichen Bereich rumeiern, ne? Das ist halt so, da redet man mal drüber. Da macht man auch mal ein Späßchen, aber deswegen hat man die ja nicht, hasst man die ja nicht. Naja, gut. Dann haben wir noch, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Da geht es irgendwie um Discord. Da schreibt er genau, normal habe ich Discord nicht offen, aber weil ich dir schrieb, habe ich den ganzen Abend immer wieder nachgeschaut. Sah deinen roten Abwesenheitspunkt. Ja, es ist bis immer du da. Aufgingst. Oh Gott. Ja, jetzt musst du dir das klirrende Geräusch, als Drachenlord die Hochzeit nicht bekommen hat. Oh. Weißt du das? Natürlich! Weil, was witzig gewesen wäre, weißt du, ich gehe offline und dann springt Korn durch die Tür mit so einem. Mit was? Ja, mit so einer Tröte halt. Wie die beim Drachenlord damals. Ach so. Weißt du? Nein, wie gesagt, das ist kennst die Gründe gebrochen. Ja, das konnte ich doch nicht ahnen, Mann. Ich wollte, der ist so groß, der merkt das gar nicht. Er schreibt, aber ich sollte da ganz leise sein, ich bin da mindestens genauso schlimm. So. Wie gesagt, Markus, melde dich bei mir am besten, ich antworte dir auch. Markus, du kannst meine Handynummer kriegen, das ist kein Problem, ne? Genau. Ich find's sowieso, ich gucke ja in letzter Zeit so ein bisschen mehr TikTok, die Stars, und da krieg ich halt immer super viele Clips von Papa Platte, Trimax, Hugo, was weiß ich, ne? So diese ganze Szene da. Und ist, oder Zabex und die ganzen. Und es ist immer so arschlustig, wenn die im Stream sitzen und es ruft einfach einer von denen über Handy an. So auf spontane Basis, ne? Ist immer so arschlustig. Ist eigentlich ein Skandal, dass wir das nicht machen.
Warum haben wir nicht die ganzen Handynummern und Nerven da mal zwischendurch einfach drin? Gucken da rein, ja. Ne? Das ist nämlich auch das Ding, die lästern dann nämlich mal über den anderen, weil was ja auch witzig ist, so gut. Ich finde, das ist ja auch Content. Und dann kriegen die das mit und rufen dann direkt an und stellen die zur Rede. Das ist halt immer arschwitzig, ne? Ja, also, ne, LPM, schreib uns deine Nummer, Domtendo natürlich auch, dann rufen wir dich mal im Stream an, wir streamen zwar nie, aber dann rufen wir mal durch. Dann callen wir mal. Ja, ist halt bei uns, ist halt in der Nintendo-Szene gab's das halt nicht. Ja, ne? Schade eigentlich, weil wie gesagt, das ist echt witzig. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Staten, glaube ich. Nun, die Kritik am Sprüche-Video, das ist Wollo dermaßen unangenehm. Oh Gott, aber dieses Video war ja damals schnell zusammengezimmert und lieblos. Doch Wollo hat sich ziemlich ähnlich damals 2021 über den LPM-Rap geäußert, wo ich mir halt deutlich mehr Mühe gegeben habe, nerdy über Mario, Sonic etc. im DK64-Rap-Beat zu reimen. Ja, das war auch ein wildes Video. Ne? Lest mal weiter. Glaube, das war in einem Wollo und Cornel Video, wo Cornel sagte, dass er ganz gut fand. Aha, die ist aber gerade kaputt gemacht, dass das jetzt. Ich habe das doch schon gelesen. Aber Wollo von selbst so ähnlich abweisend eskalierte wie beim Sprüche-Video damals. Das traf mich mehr, weil da mehr Mühe reinfloss. Also da möchte ich jetzt auch, jetzt muss ich einfach jetzt in Real Talk, Markus, ne? Jetzt stell, also dann, nee, nimm mir diese Kritik nicht an, weil, jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt so ein Video machen, wo ich rappe. Wenn du dir da jetzt denken würdest, ach, das ist schon, da wäre ich zu keinem bisschen, 0% wäre ich beleidigt. Weil, naja, habe ich noch nie gemacht, kann ich auch nicht wirklich, ist ja auch, also ich denke mal, wenn man sowas macht, ist das ja auch ein bisschen für einen Cringe gedacht, also so würde ich das zumindest denken, weil man geht ja jetzt nicht davon aus, dass die Leute das dann so hart feiern, dass sie das demnächst im Auto pumpen vor der Bushaltestelle, um cool zu sein. So, Ja, ihr müsst ja auch überlegen, so, keine Ahnung, Menschen finden ja immer irgendwas anderes, dies cringe oder das cringe. Ich finde ja auch an Wollo ganz viele Sachen cringe. Oder was? Wollo findet cringe, was ich für Musik höre. Oh, ne? Immer oder diese Wollo weinerliche Scheiße, Digga. Ist kein Wunder, dass du depressiv bist, wirklich. Oder Wollo findet, habe ich nicht früher auch immer gesungen in meinen Videos? Oh mein Gott, nee, du hast sau oft gerappt und ich habe das immer kritisiert und ich habe immer gesagt, die Leute sollten nicht sagen, dass du gut rappst, weil das sind Mobber. Die gaslighten dich da rein, das weiterzumachen, während die dich eigentlich total mobben. Das war damals schon Gaslighting, nur hatte man damals den Namen dafür noch nicht. Nee, ich kann halt gut rappen. Ja, das war halt Freestyle, ne? Freestyle. Ich mache hier einen Rap über Let's Play Markus und frag mich danach, na, was ist denn da los? Ja, aber ich komme mir vor, als hätte ich gerade einen Moneyboy-TikTok offen. Ja. Ja, deswegen. Ja, nee, deswegen, man findet ja immer was kritisch oder so, das darf dich halt. Ich meine, ja, wenn du so. Aber guck mal, das mal, sag ich mal, bei Cornel sag ich das ja auch knallhart, ne? Und das ist, meint das ja nicht böse. Ich bin ja nur beschützt. Aber das ist ja auch irgendwo eine Wertschätzung. Also wenn ich jetzt sowas machen würde wie den LPM-Rap über Donkey Kong 64. Nun, ja. Dann würde ich mich ja auch freuen, wenn Leute das cringe finden und sich darüber amüsieren, weil dann hat es ja trotzdem auch irgendwie unterhalten. Ne? Also unterhalten hat es ja. Ja, deswegen. Ja, wenn du dich auf eine Bühne stellst, musst du damit rechnen, dass Leute das auch irgendwie anders finden und nicht nur extrem gut. Aber solange die irgendwie Spaß dran haben können, ist doch perfekt. Ne, ich sag ja auch nicht, dass man es nicht machen kann. Ne? Also, man nicht. Aber ich feiere es jetzt halt persönlich nicht. Aber wie gesagt, ich finde auch, man muss ja nicht immer alles feiern. Es ist. Nee, ist ja auch komisch, wenn man alles feiert, oder? Ja. Das ist doch merkwürdig eigentlich. Das ist auch eine Sache, die ich mir früher immer so gesagt habe. Es gab immer diese Leute früher in den Kommentaren, die immer alles extrem gut fanden. Und man wusste zum einen, das sind die als erstes weg sind. Und man dachte sich auch immer, der verarscht mich. Das ist nicht. Also der. Ey, selbst heute. Komme so Leute, die immer. Lese ich ab und zu mal, wenn ich manchmal die Kommentare lese oder Leute kommen so überschwänglich in den Stream, denke ich sofort, das ist ein Troll. Ja, war trollst du mich jetzt? So gut ist es zwar wirklich nicht. Also jetzt übertreib nicht. Ich liebe dich, eure Videos so sehr, oh mein Gott, ich raste
Haus immer so lustig. Ja, nee, ne? Spannend. Ja, ja, das ist bei mir auch so. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Also deswegen, ja, gehört dazu, ne? So, und dann kommen wir zum Ende. So, ja, wir müssen gerne was zusammen machen. Jetzt, nach dem Dezember-Output, bin ich platt und werde mich erstmal Januar, Februar regenerieren. Nee, soll er auch gerne machen. Ich habe mich zum Beispiel Dezember regeneriert. Ja. Wie immer. Jedes Jahr das Gleiche. Aber dann sehen wir zu, irgendwas zu machen. Weiß noch nicht was, überlegen wir dann, aber generell habe ich hier nach richtig Bock. Ja, geil. Vielleicht warte ich einfach mal deine neuen Kanäle ab. Vielleicht ist ja ein Format dabei, wo ich hinwirken kann. Bis dahin, geh baden. Und tschüss, Mann. Nee, fand ich gut. Also, finde ich gut. Würde ich richtig gut finden. Mal so Markus dabei, war? Ja, ein paar Videos mit Markus, wo wir mal... Ne, Markus, wo wir einfach mal übers Leben quatschen mit dir. Ey, das wäre so auch interessant, ne? Genau. Ja, ne, wenn man ja nichts weiß. Irgendwas aus dem Markus rauskitzeln. Ne? Mal gucken, ob er gerne Ass eatet. Bestimmt. Er ist auch nur ein Mann. Also. Ja, ein bisschen Ass eaten, was ist das? Wie ist das? Nein, wir können natürlich Alter, auch solche Themen also der Part könnte schon sehr spannend werden für LPM-Fans, ne? Genau. Wenn er richtig loslegen. Markus ist ja ein, muss ja, auch family-friendly bleiben. Ich weiß, wir bleiben brand-safe für Markus. Das ist ja, das ist ganz klar. Ja. Genau, deswegen. Und ja, ansonsten, ich sag mal so, wenn du vielleicht diese anderen Videos auch irgendwann mal machen solltest, ne? Dieses andere Ding hier, dieses, ne? Du weißt, was ich meine? Ja. Hier Wallow Talks. Genau. Das ist natürlich ein perfektes Format, wo man einen Experten auch einladen kann, ne? Wo Markus dann eine Audiospur einspricht, die man dann noch hier und da benutzen kann mit ein bisschen, ne, wenn ja, man den Trailer von 1895 zeigt. Das findest du wirklich gut, ich, ne? Euch, ne? Ja, das sehe ich mit Markus. Also ich sag mal so, mit Markus, ne, wenn ich mit Markus zum Beispiel einen Kanal hätte, es wäre schon insofern geil, dass man mal so richtig über diese ganzen alten Games und so labern kann. Ich habe halt keinen, mit dem ich darüber wenig reden könnte. Also mit Korne geht das wirklich nicht. Mit Ricky geht das auch nicht, der hat da noch gar nicht gelebt. Du hast ja auch nur Müll gespielt früher. Kein Guild Wars, ne? Ja. Wer nicht Guild Wars und kein Siedler gespielt hat, der hat ja, genau, der hat ja gar keine Videospiele gespielt, sozusagen. Hast du auch nicht. Nicht mal angefangen damit. Boah, und es gibt so ein Videospiel, es gab früher immer, kennst du die? Es gab solche CDs, wo so 45 Games drauf waren, so Minigame-Dinger. Ich hatte mal so eine Box, aber da waren dann auch richtige Spiele, so wie Earthworm Jim 2 und so. Ja, nee, das waren eher so Minigame-mäßige Dinger, also so ganz komische, aber dann waren das halt immer irgendwie so ganz viele. Die hatten, das war so eine CD mit so einer grauen Hülle und dann in Rot stand da drauf, hier bla bla bla, weiß ich nicht, da gab es mehrere von und die hatte ich. Und ein Spiel davon, das war so ein Spiel, da hast du quasi nur mit den Maustasten, nur mit den Pfeiltasten, glaube ich, gesteuert oder mit Leertaste noch Gas geben. Und da hattest du so ein Raumschiff in so einer 2D-Welt, wo du dann immer so mit dem hin und her fliegen musstest, Schlüssel einsammeln musstest und so. War so eine Art Puzzlespiel auch ein bisschen und das war auch voll cool. Das ist so ein Spiel, wo ich mir immer denke, das würde ich voll gerne nochmal sehen, aber das habe ich nie irgendwo gefunden. Das ist so ein Spiel, das hat auch mit Farben gespielt. Es gab dann rote Schlüssel für rote Schloss und blaue und gelbe und grüne. Und dann musstest du halt immer so diese ganzen Sachen irgendwie machen. Und du hattest halt die ganze Zeit dieses Raumschiff und ja. Ey, kann gut sein, dass das jetzt jemand in die Kommentare haut. Ja, ich hatte ja auch damals nicht so verzweifelt. Ja, sag das nicht. Ich hatte damals verzweifelt nach einem Atari 2600-Spiel gesucht, das meine Mutter so gerne gespielt hat. Ja. Und der Chat, sag ich schon, die Kommentare haben es tatsächlich herausgefunden, was es war. Ja, ja, das vielleicht. War ne? Richtig wild. Deswegen. Das war dann irgendwie Angriff der Steinfresser oder so ein Scheiß. Ne? Also, und das war dann wiederum ein Spin-off oder eine Raubkopie von so einem anderen Spiel, das eigentlich was ganz anderes war. Also, kann schon gut sein, dass es jemand weiß. Drück dir die Daumen. Dann kannst du das ja mal irgendwann schön für uns spielen hier. Ja, Mann. Kennst du Icy Tower, Kornel? Icy Tower kennst du safe, ne? Ja, ja, klar.
Da war ich richtig süchtig. Ja, richtig geiles Spiel. Das kennst du. Da hast du so Plattformen ganz viele. Ne? Es geht nur nach oben. Und du bist so ein Männchen mit so einer Mütze. Mit so einer blauen, ne? Ja, kann sein, dass die blau ist. Und du rennst immer von links nach rechts, um so ein bisschen Speed zu holen. Und mit der Leertaste springst du dann. Und ja, nee, wenn man sofort wieder abspringt, springt man so noch höher. Und mit so Effekten und so. Boah, war voll geil. Ja, wirklich. Ich weiß noch, das hat mir in einer Berufsschule, da gab es so ein Fach, wo wir 10-Finger-System gelernt haben. Und da saß man immer am PC und der Unterricht wurde nicht immer hundertprozentig gefüllt. Und dann durfte man noch ein bisschen spielen, ne? Und da war Icy Tower auf dem PC, Alter. Das war so geil! Alter. Spaß meines Lebens. Und irgendwann habe ich auch rausgefunden, ein Emulator war auch drauf. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben WarioWare gespielt. Das war auch richtig geil. Guck mal, darüber hätte ich jetzt mit Markus so gut reden können, ne? Ja, WarioWare bin ich auch raus. Das wäre jetzt so ein richtiges Thema, Markus, und ich könnte jetzt richtig aufgehen in WarioWare. So langweilig dieses Spiel. Ah, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber gut. Ja. Cornel, was gab's zu essen bei dir? Gestern. Gestern? Ja. Mein ungarisches Geschnetzeltes. Alter, geil. Mit einem Beutel Reis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Ich hatte mir einen Döner bestellt und er war für, also. Einen einzigen Döner? Ein Döner und eine Pizza. Ach so. Weil ich musste auch sicher gehen, dass ich irgendwas Essbares dann habe am Ende. Ja. Nur ein Döner war zu gefährlich. Boah, Junge, ich habe letztens Pizza bestellt, irgendwann zwischen den Tagen. Ey, und die Pizzeria, die wurde schon so immer schlechter irgendwie. Und die ist natürlich kein Vergleich zur Pizzeria Aetna, ne? Ist sowieso, das ist sowieso alles unmöglich. Jede richtig. Pizzeria, die ich esse, die treibt mir die Tränen in den Augen. Aber trotzdem, man konnte das schon irgendwie essen, war halt super teuer, ist halt auch während Corona immer teurer und teurer geworden, ne? Kannst du eigentlich gar nicht mehr bezahlen. Nee. Und dann jetzt wurde die irgendwie übergeben, also der Besitzer hat aufgehört und die wurde von jemand anderen jetzt übernommen. Ey, und ich schwör dir, ich habe mir eine große und eine kleine Pizza bestellt. Ey, und die große Pizza ist so klein gewesen und die kleine Pizza, ich habe noch nie so eine kleine Pizza gesehen. Bruder, mein Main-Problem war halt, da waren Zwiebeln drauf. Und also erstmal waren wieder viele Zwiebeln, das ist immer ein Zeichen für eine schlechte Pizzeria, weil die das Billigste dann alles da drauf klatschen. Und da waren Zwiebelstücke, ne? Einfach die halbe Zwiebel ungeschnitten da drauf. Zum Erbrechen. Und der Döner war natürlich noch beschissener. Was wild ist. Freunde, was war euer schlechtestes Lieferando-Ergebnis in diesem Jahr? Und ja, ansonsten sagt was zum Part, ne? Kennt ihr ja. Haut rein, wir sehen uns. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.